Herzlich willkommen, Bretten Mundorfs Asthma Physik Astro TV. Wir machen weiter mit unserem Projekt eigenes Sonnensystem und schauen uns heute den Planeten Erikoni an. Schon wenn man das Bild betrachtet, fällt einem sofort auf, dass dieser Planet keine feste Oberfläche besitzt und somit hauptsächlich aus Wasserstoff bestehen muss. Und somit handelt es sich nicht um einen Gesteinsplaneten, sondern um einen Gasplaneten. So wie Jupiter, Saturn, Uranus oder Neptun. Aber im Vergleich zu unseren Gasplaneten, unserem Sonnensystem, fallen hier einige Unterschiede auf. Das erste ist die durchschnittliche Oberflächentemperatur. Denn die Gasplaneten in unserem Sonnensystem sind extrem kalt. Der Jupiter ist zum Beispiel der wärmste Gasplanet in unserem Sonnensystem mit einer Oberflächentemperatur von minus 130 Grad. Und dieses Exemplar hier hat eine durchschnittliche Oberflächentemperatur von 137 Grad. Und ein weiterer Unterschied zu unseren Gasplaneten, also die in unserem Sonnensystem halt, ist die Oberflächengravitation. Da spricht man auch von der Fallbeschleunigung. Das erkennt man auch an der Einheit Meter je Quadratsekunde, das ist die Einheit für die Beschleunigung. Und hier sprechen wir auch von der Fallbeschleunigung, also wie der Name schon sagt, die Beschleunigung, wenn etwas nach unten fällt, so könnte man sich das ungefähr vorstellen. Dieser Gasplanet hat eine extrem niedrige Fallbeschleunigung. Die Erde hat ungefähr 9,8 Meter je Quadratsekunde, also schon das 2,5-fache quasi von das hier. Und unsere Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, also die in unserem Sonnensystem sich befinden, haben mindestens etwa die Fallbeschleunigung von das, was die Erde hat. Saturn, Uranus und Neptun ungefähr das von der Erde und der Planet Jupiter das 2,5-fache von der Erde. Also dieser Planet ist extrem schwach von der oberflächlichen Gravitation, wenn man es mit anderen Gasplaneten vergleicht. Das erkennt man nämlich auch hieran. Man sieht auch, dieser Planet ist extrem groß, aber hat für seine enorme Größe eine relativ niedrige Masse. Der Jupiter zum Beispiel ist ungefähr nochmal so anderthalb mal so groß wie dieser Gasplanet, aber hat zum Beispiel 300 Erdmassen. Und natürlich hängt die Oberflächengravitation von der Masse und auch vom Radius des Planeten ab. Jetzt haben wir nämlich damit schon einige Daten, die wir uns über diesen Planeten uns notieren könnten. Also 14 Erdmassen, 40.659 Kilometer Radius, 0,302 Gramm je Kubikzentimeter an Dichte, Gleichgewichtstemperatur, dazu kommen wir nachher. Das müssen wir uns nochmal ausrechnen und gucken, ob es damit übereinstimmt. Denn die Gleichgewichtstemperatur entspricht nur dann die Oberflächentemperatur, wenn der Planet keine Atmosphäre hat. Weil eine Atmosphäre natürlich ein Planet aufheizt durch den Treibhauseffekt und was da alles hat, daraus noch resultiert. Ja, sieht zum Beispiel, hier sieht man ja eine Gleichgewichtstemperatur von 222 Grad. Normalerweise müsste hier auch über 200 Grad stehen, aber vielleicht tut die Simulation es auch falsch darstellen. Oh Gott, also man merkt hier schon, dieser Planet hier ganz schön an Masse verliert. Aber jetzt rechnet man halt mal ein bisschen. Ah, der ist auf einmal sehr heiß, der Planet. Also irgendwie schwankt die Temperatur wie verrückt. Na gut, okay, berechnen wir jetzt einfach mal die Gleichgewichtstemperatur aus. Also um das Ganze rechnen zu können, brauchen wir folgende Komponenten. Also wir müssen gucken, wie groß der Albedo ist. Haben wir gerade eben schon gesehen, dass es 0 ist. Leuchtkraft des Sterns durch 16 Pi mal den Abstand in Meter zum Quadrat. Dann nehmen wir am besten den mittleren Abstand zum Stern. Machen wir das jetzt ganz in Meter einfach mal. Nee, machen wir so 1,8
mal 1,496 mal 10 hoch 11 Meter mal die Stefan-Boltzmann-Konstante minus 8. Gut, ich habe jetzt die Einheit vergessen, aber das ist ja nicht so schlimm. Gucken mal, ergänzen wir das nämlich nachher dann. Also die Einheit von der Stefan-Boltzmann-Konstante. Das kann man ja noch ergänzen, so. Und jetzt rechnen wir das Ganze einfach mal aus. Und nachdem ich das jetzt nämlich ausgerechnet habe, kam ich auf 542 Kelvin. Also 47 Sonderkräfte, da müsste man in den Rechner eingeben, 47 mal 3,8 mal 10 hoch 26 Joule. 3,8 mal 10 hoch 26 Joule ist die Leuchtkraft der Sonne durch 16 Pi. Der Abstand in Meter zum Quadrat habe ich hier nicht ergänzt. Also die Stefan-Boltzmann-Konstante. Haben wir da hier noch Watt durch Meter zum Quadrat mal Kelvin hoch 4. Und da kommen wir auf eine Gleichgewichtstemperatur von 542 Kelvin. Und das entsprechen rund 250 Grad. Also wir könnten das dann nochmal genauer ausrechnen. 542 minus 300 minus 273,15. Und dann hätten wir das Ganze nochmal in Grad. Also 542 minus 200 sind 342. 272, 268,85 Grad. Die Gleichgewichtstemperatur, wenn man den mittleren Abstand zum Stern nimmt. Hätte man den kleinsten Abstand genommen, wäre natürlich die Gleichgewichtstemperatur bei etwa 300 Grad, beim niedrigsten Abstand um die 200 Grad. Und dann kommt natürlich das, was jetzt hier steht, schon ganz gut hin mit der 204, weil das Ganze auch abstandsabhängig ist. Einmal den mittleren Abstand genommen, da liegt die Gleichgewichtstemperatur zeitweise oberhalb unserer berechneten Werte und auch zeitweise unterhalb unseres berechneten Wertes. Sieht man ja ganz gut, weil wir haben auch den mittleren Abstand genommen und daher haben wir quasi den Mittelwert und nicht die absoluten Werte. Können wir jetzt 542 Kelvin eingeben. So, damit wir aber noch von diesem Planeten noch viel mehr erfahren, müssen wir auch noch die anderen Eigenschaften in Betracht ziehen. Also als nächstes müssen wir uns mit der Bewegung auseinandersetzen. Da sieht man ja schon, dass dieser Planet einen Abstand zu seinem Stern zwischen 1,8 und 2,4 astronomische Einheiten aufweist. Können wir uns auch mal notieren. 1,8 bis 2,4. Eine astronomische Einheit ist der Abstand, was die Erde zur Sonne hat. Und dieser Planet hat in etwa das Doppelte zu seinem Stern, aber auch mit einem relativ stark exzentrischen Umlaufbahn mit einer Exzentrizität von 0,153. Das sieht man ja schon hier auch, dass der Unterschied zwischen den kleinsten und größten Abstand zum Stern bei 0,64 astronomische Einheiten liegt. Dieser Planet braucht 2,11 Jahre, um seinen Stern einmal zu umkreisen. Also doppelter Abstand zum Stern als jetzt die Erde. Das ist natürlich das Jahr auch doppelt so lang. Könnte man so als kleine Eselsbrücke nehmen. Weil der Stern hat. Natürlich spielt auch die Masse des Sterns auch eine Rolle. Er hat zwar die doppelte Masse der Sonne, aber. Nicht, dass der Stern 20 Sonnenmassen hat, wo das einen enormen Einfluss auf die Umlaufzeit hat. Aber wir brauchen jetzt noch die Rotationszeit, 10,3 Stunden. Also es handelt sich tatsächlich um einen schnell rotierenden Planeten. Und die Bahngeschwindigkeit, mal das mal durchspielen lassen, schwankt immer so bei 25 bis 34 Kilometer pro Sekunde. Also so quasi etwa das, was die Erde hat. An Bahngeschwindigkeit. Also die Erde umkreist die Sonne mit einem Abstand von, ach Quatsch, mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Sekunde. Also wir müssen eine Sekunde draus machen. Da habe ich mal nicht überlegt jetzt. Also 35, 34 Kilometer pro Sekunde. Die Erde wiederum mit 30 Kilometer pro Sekunde. Und das ist natürlich auch
Im Endeffekt ist auch das die Erklärung, warum man bei den Planeten mit doppeltem Abstand zum Stern, als jetzt die Erde zur Sonne, auch die doppelte Umlaufzeit haben, weil die Bahngeschwindigkeit nahezu das gleiche ist. Aber jetzt müssen wir auch noch die Zusammensetzung erklären. So, dieser Gasplanet besteht zu 73% aus Wasserstoff. Zu 15% aus Eisen. 1,96%, also nur 2,96%. Und noch etwas Wasser, also 8,9%. Also man sieht, dieser Planet besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und das ist typisch für einen Gasplaneten. Und das hier oben, wo ich das vorhin erklärt habe, mit Umlaufzeit, na gut, vielleicht habe ich die erste Erklärung, wo das sagte, mit dem doppelten Abstand, doppelte Umlaufzeit. Ich glaube, das war ein bisschen zu einfach genommen, sondern hängt dann wirklich mit der Bahngeschwindigkeit zusammen, ob das so identisch ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Planet die Sonne mit einem doppelten Abstand als die Erde umkreisen würde, dann wäre das ja eigentlich dreimal so lange, nicht zweimal so lang, wenn man das jetzt im Großen nimmt. Aber wir haben trotzdem sehr viel über diesen Planeten gelernt. Ob euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und bis zum nächsten Mal dann auf Wiedersehen. Ciao.